Moin moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Neue Runde. Das QHQ auf dem Weg zu 1800 Erfahrungspunkten. Unser Ziel für heute. Das auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt hier nochmal schnell, wo wir ein bisschen Zeit haben, umbauen. Wir haben jetzt viel zu viele Spinde. Das wird auch weiterhin so bleiben. Und die kommen alle mal weg. Da müssen wir gucken, da können wir wahrscheinlich gar nichts machen. So, und dafür kriegen wir aber die neuen, ne? Der geht auch weg. Ich wollte die Wand einen rübersetzen. Die Wand soll hier hin. Demonstrations, huh? Demonstranten kommen. So. Der hier ist zu kurz. Also da können wir entweder hier noch einen ransetzen. Benötigt eine Mauer im Rücken. Kann auch sein, dass wir die einfach wegnehmen. Weil wir eh zu viele haben. Dafür noch einen hinpacken, ne? Das war so. Könnte aber auch bis hier gehen. ...1500 haben wir schon. Hier kann eben auch noch einer in Gang, ne? Und schon haben wir mehr als genug. Wir werden jetzt da nochmal Wände aufbauen und Wände wegreißen. Und so haben wir dann gleichzeitig schön viel neuen Platz. Für unseren Trainingsraum, der dadurch ein bisschen größer wird. Weil hier haben wir Benzinkanister für Level 2-3 Feuerwehre, Level 1-2 Feuerwehre und Medizinerausbildung. Trainingsraum. Hier wird Trainingsraum. Hier soll Trainingsraum draus werden. Und die Mauer muss noch weg. Die Mauer muss weg. Dann können wir es so lassen. So, große, viele Polizeieinsätze. Wir gucken noch mal kurz nach Bewerbern. Schaffen wir es noch? Ein für die Nacht. Ein für die Nacht. Schichtwechsel. Ist ja gut. Nicht genügend Radiologiestationen. Oh, hier. Zack. Ach ja, davon brauchen wir noch ein Fahrzeug mehr, ne? So, wir haben noch aber auch Raser mit an Bord. Und noch ein bisschen Ungelerntes, obwohl eigentlich nicht ungelernt. Einen Hubschrauber nehmen. Das ist gut. Die schaffen das. Welches Fahrzeug ist denn das? Oh, warte, 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 stopp, stopp, stopp. Wir haben es geschafft. Für die Garage. Den hier freizuschalten, ne? Ah ne, was ist das für ein Kommandofahrzeug? Was heißt das? Kommandozentrale. Achso, das muss für noch bessere Aufträge sein, scheinbar. Und den haben. Der ist nicht so groß. Der passt hier tatsächlich neben. Ich wollte eben auch noch ein schnelles Fahrzeug haben, so ein Hochleistungsfahrzeug. Oh, hier passt so kein Fahrzeug mehr zwischen. Da wäre ein kleiner Umbau, glaube ich, nötig. Generell muss die Garage, oder kann die Garage eigentlich nur noch in diese Richtung ein bisschen erweitert werden.
Dann sind wir aber auch wirklich langsam am Ende unserer Station hier, ne? Sieht man aber auch, was wir hier schon alles gebaut haben. Ist schon echt krass. Obwohl unser Bereich deutlich kleiner geworden ist, haben wir deutlich mehr Platz für Feuerwehrleute. Oh, das wird ja wieder ein schöner Auftrag hier. Lass mich nicht beide losschicken. Das sind die Verfolgungsjagd überholen, ne? Naja, toll. So, die Hunde auch. Beide. Drohne muss mit. Scharfschützen müssen in Stellung gehen. Und wir können auch noch ein paar mehr Polizisten mitnehmen. Platz ist genug. Schlechte das, ne? So, bei der Polizei. Das ist weiterhin unser Problem, dass wir auch hier viel zu wenig Platz haben. Wir bauen nur ein, wenn wir das Fahrzeug nehmen. Der lernt noch. So, hier kommt unser neues Fahrzeug, unser Spezial-Special-Fahrzeug. So, ein neues Hochleistungsfahrzeug für schnellere Einsätze, weil sie doch immer häufiger gefragt werden. Das sind 12, ne? Da können wir 22 draus machen, können wir uns die alle sparen. Nur mal so. Das schaffen wir. Können wir auch von unten anfangen. Da ist er. Polizeiwagen für Spezialeinheiten, gut gepanzert für heftige Aufträge. Da brauchen wir wieder alles. Polizisten nur so, ne? Einen normalen Streifenwagen nehmen. Wichtiger sind wahrscheinlich nochmal Doktoren mit einem ordentlichen Ambulanzbus, bestimmt viele Verletzte. Der lässt sich da auch nicht rausholen. Schon wieder zu viel Ausrüstung, ne? Schon. Unser neuer Spezialeinheitenwagen. Wir brauchen aber noch Hochleistungsfahrzeuge. Brauchen wir eigentlich zwei Hochleistungen, den und den. Perfekt. So, Polizisten haben aktuell 11 übrig, dann könnten wir jetzt hier mal anfangen mit dem Umbau. Die werden reihenweise verkauft. Da kommen die neuen Versorgungsdinger hin. So laut.
So. Und dann müssen wir auch Platz sparen. Da muss die Mauer noch ein Stück weiter gezogen. Nächstes gehen die in Verkauf. Dadurch kommen die hier hin. Dann können wir die nämlich auch alle abreißen hier und verkaufen. Weil die Polizei einfach noch viel mehr braucht. Wir brauchen nochmal Bombenentschärfung, wir brauchen alles Mögliche bei der Polizei. Bombenentschärfung, Scharfschützen nochmal. Nochmal Schutzausrüstung. Geschichte kann man frei forschen, euch irgendwo hinbauen. Nimmt alles so krass viel Platz weg bei denen immer. Weil wir brauchen meistens noch mehr Äxte. Gibt noch ein paar Bewerber. Komm später ins Minus, ins Minusbereich. Ja, wir können natürlich Reputation, also unsere Erfahrung leucht wieder eintauschen. Und sieht das besser aus. Gut, und dadurch haben wir jetzt nochmal Polizei auf jeden Fall nochmal deutlich wieder aufgerüstet. Und wir haben auch noch Platz für einige Polizisten. 40. 1, 2, 3, 4, 5 könnten wir wegnehmen. Wo sind denn die anderen noch? Da müssen wir erstmal wieder durchatmen bei der Anzahl an Aufträgen, die uns hier schon wieder erwartet. So, Polizei. Mit Schutzausrüstung. Megafon. Zwei gute Leute. Angelfahrstation hier, auch zwei gute Leute. Und wir haben jetzt auch den Notfallwagen. Eigentlich gut, wir brauchen noch deutlich mehr Polizisten scheinbar. Fühlt sich gut an, alter Schwede. Zwei Verdächtige sind angekommen, unsere Zellen sind schon voll. Zellen sind zweier schmal, also theoretisch könnten wir hier noch eine Zelle anbauen. Mit dem Beweisraum, wobei der auch schon meistens voll war, ne? Die Beweise. Die Hunde müssen los. Und den nehmen wir. Ein Hund weniger. Ne. Lichtwechsel. Also richtig bauen kann man echt nur im Pausemodus mittlerweile, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einsätze, wo Polizei mit erforderlich ist. Ungelernten. Viel Wasser. Alles weg, die Ausrüstung. Schutzausrüstung kann ich euch mitgeben.
Das reicht schon. Das ist ein schöner Einsatz. Dreier Polizei ist auch schon wieder schwierig wahrscheinlich. Weil viel im Einsatz schon ist. Und schon runterscrollen hilft auch manchmal. Da ist noch der Hubschrauber. Und den können wir noch mitgeben. Aber da wir keine Schutzanzüge mehr an Bord haben, hilft uns das nicht. Gehen wir weg. Unsere Zellen sind nach wie vor brechend voll, aber ich sehe hier auch nicht mehr viel Platz, ehrlich gesagt. Oh nö, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.